Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zum PlayStation-Menü in dem Fall. Tja, ihr seht hier gerade, dass ich No Man's Sky vor mir habe und darum geht's heute auch im Video. Ich weiß halt nicht, ob, wenn ich das Spiel starte, jetzt da irgendwie eine Cutscene kommt oder mir die Möglichkeit gegeben wird, da irgendwie noch ein ordentliches Intro zu machen. Ich wollte dann jetzt auch nicht hier jetzt großartig dann abwarten und dann im Spiel rumstehen und ein Intro machen, sondern ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal vorher. Ich war mir nicht so sicher, ob ich mir das Spiel holen sollte. Ich habe viel Gutes drüber gehört. Die Leute haben sich sehr drauf gefreut. Die Bewertungen sind ein bisschen gespalten, also die Nutzerbewertungen. Ne? Auf Metacritic sagen viele, ja, ist irgendwie lahm. Ein paar sagen, dass es wirklich super sei. Ich bin gespannt, wie das so sein wird. Ich habe mir so zwei Videos davon angesehen. Nicht ganz ein Teil dazu. Und das Spiel ist ja an manchen Stellen, gerade wenn man Ressourcen abbaut, ein bisschen ruhiger. Und wie es sich beim Let's Play gehört, möchte man ja eigentlich Gameplay kommentieren. Das wird ein bisschen schwierig, auch Angelus hat ja gesagt, für ihn ist das so als Let's Play-Projekt jetzt nicht wirklich was. Aber ich hätte da eine Bitte an euch, und zwar, möglichst Gaming-bezogen, solltet ihr ein paar Themen runter in die Kommentare schreiben, über die ich dann reden soll. Das ist jetzt völlig egal, um was es genau da beim Gaming geht. Hauptsache, es sollte was mit Gaming zu tun haben. Ich versuche natürlich dann auch zusätzlich dazu, das Gameplay zu kommentieren, logischerweise. Aber egal, was es ist, wenn ihr irgendwelche Sachen über mich wissen wollt, was das Gaming, also was Gaming angeht, dann schreibt doch einfach mal ein paar Themen runter in die Kommentare und dann versuche ich dann eben ein paar Fragen zu beantworten oder über bestimmte Themen zu sprechen. Also auch wenn ihr Fragen habt, jetzt nicht spielbezogen, ihr solltet mir jetzt keine ESO-Fragen oder so stellen, sondern ihr sollt einfach nur Fragen stellen, keine Ahnung, was meine Lieblingsspiele sind, irgendwelche andere Dinge, was ich da früher gern mal da gespielt habe, welche Konsolen ich früher hatte und so weiter. Na, solche Fragen könnt ihr ruhig stellen in den Kommentaren. Ich versuche dann während des Let's Plays dann eben zu beantworten. Und genug gequatscht, jetzt hier 2,5 Minuten zu Beginn schon fast. Wir schauen am besten einfach mal ins Spiel rein. Und ich starte jetzt. Ich bin gespannt, ich weiß jetzt nicht, ob halt eine Cutscene kommt. Ich habe den Start von No Man's Sky noch nicht gesehen. Und naja, wie gesagt, ein paar Videos dazu habe ich gesehen, zwei Stück. Und ja, Hinweis, der Gebrauch der Software unterliegt den Software. Okay, Hello Games, ganz klar. Es sollen ja auch noch einige Updates kommen, Erweiterungen zu dem Spiel. Also jetzt geht es hier erstmal durchs Universum. Okay, ich kann hier auf jeden Fall die Kamera drehen, wie es aussieht. Hoch, runter. Okay. Wir kriegen jetzt hier einen Startplaneten, ich glaube, zugewiesen, den wir dann auch sogar selbst benennen können. Das ist auch schon eine ziemlich coole Sache. Also für die Leute, die nicht wissen, worum es hier geht. Wir haben jetzt hier ein ziemlich großes Universum. Ich weiß nicht, wie viele Planeten es hier gibt, aber die werden dann auch über Algorithmen dann neu berechnet. Und das Spiel war interessanterweise, ich habe es gedownloadet über den PSN Store, verflucht klein. Das war nur knapp 3,5 GB groß. Und viele dachten, ja, kleines Spiel, kurzes Spiel. Ah, Initialisierung. So. Das ist jetzt ja. Oh, es ist. Naja, warm ist es nicht. 13,8 Grad. Pieltonga Delhi. 0,6 Grad. 17,7% Tox. Tox, ich nehme an, das ist Gift. Aha. Also, wir haben ein Jetpack. Habt ihr gerade gehört? Ich hoffe mal, ihr habt es gehört. Okay, das ist schon mal ganz gut. Also 0,6 Grad, das heißt Strahlung. Eigentlich fast nicht vorhanden. Also, Planet Pieltonga Delhi in der Euclid-Galaxie am 13.8. von mir entdeckt. Ja, wie so eine Art Logbuch, das ist schon ganz cool. Also, wir bereisen hier Planeten. Wir können hier Ressourcen abbauen. Wir können hier ganz viele verschiedene Dinge machen. Es gibt hier halt auch verschiedene Lebewesen und dann gibt es halt auch diese
rumfliegenden Robos da oben, die dann halt auch so ein bisschen Polizei spielen, wenn man zu viel Quatsch gemacht hat. Also schauen wir jetzt hier mal rein, ne? Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein, oder werde ich gerade erwacht und benommen manipuliert? Ein Name brennt sich in meinem Verstand ein, Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert, ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen Atlas für mich bereit hat. Die Führung des Atlas annehmen. Ja, machen wir das doch mal, oder? Wir nehmen die Führung mal an. Ich spüre mich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität zu schätzen. Okay, ich konnte es nicht fertig vorlesen. Das ist ja interessant. Beschädigte Maschine. Wir durchsuchen das Ganze mal. Neue Technologie entdeckt. Karitplatte. Stelle Produkte in Inventarplätzen her. Und Iridium. Gefährt zusätzlich Schutz vor Laserfeuer, heranfliegenden Projektilen und Zusammenstößen mit Weltraumschrott, funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff Inventar des Nutzers. Okay, wir müssen uns hier halt ein bisschen umgucken und schauen, ob wir einmal Atlas Pass V1 notwendig, Frachtabwurf, Shitsplitter haben wir bekommen, okay. Es liegen natürlich jetzt hier, wir sind also hier quasi gecrashlandet, das ist unser Schiff, das muss repariert werden und okay, wir bekommen Eisen dadurch, ja, wir können es zerlegen hier mit dieser Gun, das ist schon mal ganz cool. Wir müssen umgucken, was hier gelandet ist, wir Planeten verlassen, Startschubdüsen reparieren, Impulsantrieb reparieren und Startschubdüsen auftanken. Wir brauchen also Sprit und wir brauchen Material zum Reparieren vom Schiff. Gucken wir mal, ob hier noch ein bisschen Zeug rumliegt. Also Eisen müssen wir auf jeden Fall sammeln. Was ist das hier? Eisen zerstören. Wir müssen halt gucken, dass diese komischen Robos da nicht denken, wir zerstören zu viel vom Planeten. Und wie ihr seht, muss man dann halt hier auch leider Gottes... Ah, das überhitzt. Man muss jetzt leider Gottes halt auch sehr, sehr viel abbauen. Und das könnte dann entsprechend hier und da langweilig werden. Deswegen habe ich euch ja darum gebeten. Okay, Platin, das ist schon ganz cool. Darum gebeten, ein paar Themen halt eben reinzuschreiben. Da hinten ein Fragezeichen. Teleportiere Gegenstände vom Exo-Anzug zum Raumschiff und drücke. Okay, nee, werde ich jetzt mal nicht machen. Wir haben also scheinbar begrenztes Inventar. Ich denke mal, dass wir das auch entsprechend erweitern können werden. Okay. Wir schauen jetzt hier erstmal, was wir eigentlich alles machen können. Ich warte mal, ich bin jetzt hier in den Optionen. Okay. So, Exo-Anzug. Jetzt haben wir hier verschiedene Sachen. Schildsplitter. Modifizieren. Okay, der hier schaut auch zum Beispiel bei. Das ist so, wie ich so mitbekommen habe, sowas wie eine Art Weltraumpolizei. Und hier, der schaut halt dann, dass ich nicht zu viel Zeug abbaue und den ganzen Planeten verwüste. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das dann ganz hier geöffnet wird, weil ich habe jetzt ja hier meinen Xbox One Elite Controller. Und dann habe ich natürlich dieses Touchpad nicht. Das ist ein bisschen problematisch. Aber okay. Haben wir unser Werkzeug. Da ist einmal kaputt, das Scanner, wie es aussieht, und einmal Analysevisier. Optische Verbesserungen, Kreaturen, Entdeckungssystem, okay. Scanner, topografisches Gutachten. Dann brauchen wir Kohlestoff. Wir brauchen Kohlestoff zum Reparieren und hier haben wir Eisen. Und das können wir jetzt hier einmal reparieren. Zur Bedienung L2 gedrückt halten, zum Zoomen R3 drücken. Okay, das ist cool. Und Kohlenstoff haben wir noch nicht. So, was können wir denn hier machen? Wir müssen hier einmal die Startschubdüsen reparieren. Dafür brauchen wir eine Karitplatte. Und Karitplatten können wir einem Anschein nach hier herstellen. Produkt herstellen. Karitplatte. Wir haben hier 50 Eisen. Können wir einmal machen. Produkt herstellen.
Oh, wir haben nicht genug Eisen. Okay. Ich weiß halt nicht, wie Scanner kritisch beschädigt. Ah. Ah, so. Oh, mit R3 sprintet man. Das ist auch interessant. Man sprintet mit R3. Kohlenstoff-Isotop. Okay, Kohlenstoff, das ist schon mal gut. Ja, ich mach mir nicht so viel kaputt. Keine Sorge, bleib weg von mir. Der wird nämlich dann nicht auch anfangen anzugreifen. Alles gut. Ich gehe ja schon. Ich mach nicht so viel kaputt. Keine Sorge. Okay, wenn die in der Nähe sind, muss man halt ein bisschen aufpassen. Machen noch ein bisschen hier Eisen kaputt. Also hier geht sehr, sehr viel Zeit drauf beim Material sammeln. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen weiß ich nicht, wie lang Part 1 sein wird. Oh, Platin. Jo, Platin, sehr gut. Da hinten ist so ein Fragezeichen, aber... Oha. Was ist das? Das sieht interessant aus. Gehen wir da mal hin. Damit sich aber auch dieses Jetpack, ne? Das ist ganz cool. Ich muss mich erstmal hier an die Steuerung gewöhnen. Es ist relativ empfindlich, muss man sagen. Bergbraustrahl. 31%. Okay. Machen wir mal das hier kaputt. Okay, der Bergbaustrahl. Den müssen wir wohl auch wieder aufladen nach einer Weile, ha? Huh? Überhitzung. Gibt es, glaube ich, auch Lebewesen. Ja, gibt's hier schon Lebewesen? Ankunft 2 Minuten 2, okay. Oh, okay. Alles in Ordnung. So, Impulsantrieb, dafür brauche ich auch Karitplatten. Dann brauche ich Heridium. Wir stellen mal nochmal eine Karitplatte her. Und hier brauche ich die 4 Karitplatten. Jetzt kann ich die Startschubdüsen, die habe ich jetzt hier wieder repariert. Jetzt muss ich nur bei meiner Waffe gucken. Der Scanner. Wie kann ich das Ding eigentlich aufladen? Projektil, Laser. Multiwerkzeug. Wie kann ich das Ding denn aufladen? Oh, Kohlenstoff. Ah, ich habe auch entsprechend Kohlenstoff. Blitzwerfer. Plutonium. Wow. Strahlenintensiver Sigma. Bergbaustrahl selbst verstärkt, um Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Wow. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Da brauche ich Titan und Plutonium. Plutonium brauche ich auch hier. Der Einsatz kann den Tod der anvisierten Entität nach sich ziehen. Oh. Ja, okay. Ich muss ja die Dinge nicht töten. Echt? Oh, warte mal. Dann schauen wir uns mal an. Exo-Anzug. Was wir denn hier so machen können. Gefahrenschutz. Lade auf mit Zink, Titan oder Schildsplitter. Energie. Aufladen mit Isotop-Elemente. Okay. Ich mache jetzt lieber mal hier so einen topografischen Check. Da oben. Okay, hier ist... Ach so. Nee, damit. Interagieren. Ah, okay. Wie lade ich denn den Bergbaustrahl auf? Das ist... Wie lade ich den Bergbaustrahl auf? Okay, was müssen wir eigentlich noch machen? Wir haben... den Impulsantrieb. Da brauche ich Iridium, Ich brauche Zink. Iridium und noch 2 Karitplatten. Die Karitplatten kann ich mal schnell herstellen. Das machen wir mal.
Und hier fehlt mir wieder Eisen. Haben wir einen Bergbaustrahl? Da ist das. Ressourcensammlung entdeckt. Okay, ich muss mich mal daran gewöhnen, wie man sprintet. Platin, Silikat. Okay, wie lade ich den denn auf? Das würde ich echt gerne mal wissen. Ja, keine aktive Technologie im Multiwerkzeug. So benutzt man die also. Was fliegt denn da rum? Ah, andere Schiffe. Hey, das ist ja auch cool. Okay. Nee, falsch, jetzt bin ich im Menü. Ich brauche wieder eine Karitplatte. Was muss ich noch? Heridium. Kann man. Heridium ist nichts zum Herstellen, ne? Das ist. Das muss man sammeln. Dann eine neue Robzelle. Was man hier alles herstellen kann. Ah, okay. Sehr interessant. Schutz. Was kann man hier denn alles herstellen? Produkt herstellen, Technologie installieren. Kohlenstoff. Dann könnte ich hier eine Ausdauersteigerung reinhauen. Kohlenstoff. Da muss ich Kohlenstoff finden. Okay, machen wir das noch mal. Tamium. Plutonium. Ah, Plutonium. Das ist Plutonium. 53 Plutonium. Hey, sehr cool. Alles in Ordnung. Ich mache hier nicht so viel kaputt. Keine Sorge. Das ist immer... Man muss hier mal ein bisschen schauen. Dass er nicht denkt, wir machen hier zu viel... Natürlich muss er genau in die Richtung, in die ich auch laufen will. Alles okay. Was ist das denn da hinten eigentlich? Ich mache immer das falsche Menü auf. Okay, so. Ich muss mich hier wirklich erstmal zurechtfinden. Tut mir wahnsinnig leid. Exo-Anzug. Wir versuchen mal eine neue Technologie zu installieren. Kohlenstoffe muss ich sammeln. Okay, verdammt. Plutonium habe ich 129. Ich muss Zink sammeln. Und Heridium sammeln. Okay. Deflektorschild. Bergbaustahl. Lade die mit Isotop-Elemente auf. Wir nehmen mal Tamium. Ah. Okay, ist jetzt der Bergbaustrahl ist wieder aufgeladen. Das ist sehr gut. Wo können wir denn jetzt noch hingehen? Da ist ein Fragezeichen. Ankunft in 1 Minute 38. Das ist sehr gut. Dann machen wir das doch. In 1 Minute 38. In der Hoffnung, dass wir hier Dinge finden und ich sie dabei scannen kann. Das ist echt cool. Es ist... Zum Entdecken, Erkunden ist das ein wirklich, wirklich super Spiel. Und schaut euch mal an, wie schön das hier alles aussieht. Was ist das? Zink! Oh, warte. Ich soll doch Zink sammeln. Gucken wir uns mal ein bisschen um, ob wir hier, wo wir hier alles finden. Oh, da ist ein, das da unten, ist das nicht nochmal Zink? Das hier ist... Flora. Gesundheit auf Maximum. Okay. Das hier ist Tamium. Ich wollte in Richtung Fragezeichen, aber okay. Zerstören. Kohlenstoff. Für den Laser. Warte. Wo war... Ah, genau hier. Da ist es. Das hier ist wieder Tamium. Ich brauche Zink. Oh, das ist eine Station da vorne. Ich wusste gar nicht, dass es hier... Also, ich frage mich ja immer, sind die ganzen Planeten eigentlich bewohnt? Sind die unbewohnt? Und
scheinbar waren hier auf jeden Fall mal Menschen, wie es aussieht, oder Menschen, ja, Lebewesen, die hier sowas aufgebaut haben. Der Sound ist zum Teil aber echt ein bisschen angsteinflößend. Scannen wir mal die Umgebung wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich die Viecher angreifen kann. Tamium. Kohlenstoff, ne? Brauchen wir erstmal nicht Kohlenstoff. Aber da ist was. Komm mal her. Ist das hier wieder Zink? Da ist ein Lebewesen! Da ist ein Lebewesen! Was bist du denn für einer? Hey, komm mal her! Huh, okay. Wow, nachts! Ebenen von Eurigar. Lebenserhaltungsenergie bei 50%. Okay. Wow. Wie kam das denn? Also es ist furchtbar kalt. Also es waren eben zum Tag 13,8 Grad. Jetzt sind's bei minus, sind wir bei minus 60 gelandet. Atlas Pass V1 nötig. Frachtlabors. Gecknip. Was ist denn bitte ein Gecknip? Schildsplitter. Ah, okay. Da fliegt noch ein Raumschiff. Überbrückungschip notwendig. Oh Gott, ich mach das immer falsch. Exo-Anzug. Schutz, Ausdauer. Gefahrenschutz, Lebenserhaltung, Aufladen. Mit einem Isotop. Nehmen wir Tamium. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir Zink. Und ich brauche aber noch. Hier ist Platin. Was fehlt mir denn noch? Mir fehlt noch Iridium. Iridium ist blau. Wo kriege ich Iridium her? Scannen wir mal. Vielleicht dort? Ist das hier Iridium? Ne, das ist Platin. Das ist Platin. Tamium. Ah, Heridium-Vorkommen. Ah, okay. Da muss ich hin. Das ist sehr gut. Heridium-Vorkommen. Jetzt weiß ich, wo ich Heridium herbekomme. Man kann auf jeden Fall... Das muss ich auch noch rausfinden. Hey. Das Ding greift einen an? Was soll das denn? Muss ich ja echt aufpassen. Aber es ist so ein bisschen Survival. Oh, warte mal. Ich muss jetzt hier mal... Okay. Gut, da ist die X-Taste drauf. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo... Dadurch, dass ich den Xbox One Elite Controller habe, kann ich jetzt hier ein bisschen besser springen. Wir versuchen nochmal zum Heridium-Vorkommen zu kommen. Der erste Part wird ein bisschen länger, ganz klar. Ich hoffe, ich kann genug vorab aufnehmen, um mich ein bisschen einzudecken für die Woche. Ich bin ja dann leider im Urlaub. Also ich nehme das jetzt hier 2 Tage vor meinem Urlaub ab, mitten in der Nacht. Oder sagen wir mal einen Tag. Es ist jetzt hier gerade 1 Uhr nachts, Samstag. Und Sonntag früh wird es dann in Urlaub gehen. Ich glaube sogar, werden sogar sehr, sehr früh fahren. Eine Woche lang Motorradurlaub. Ups. Hey, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Das ist schon ein sehr, sehr cooles Spiel. Wie gesagt, ich weiß, ihr merkt es wahrscheinlich auch gerade schon, dass es mir so ein bisschen an Problemen, dass ich ein bisschen, ein Problem, sag ich schon, dass ich hier und da ein paar kleine Problemchen habe, Themen zu finden, über die ich dann konstant sprechen kann. Wir versuchen erstmal hier das Schiff zu checken.
Impulsantrieb beschädigt, okay. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay, jetzt sind es wieder 19 Grad sind es im Schiff. Okay, warte mal, Einträge. Planet, ah hier, genau. Umbenennen und hochladen. Umbenennen. Wir nennen ihn, wie nennen wir den Planeten denn? Wie nennen wir den Planeten denn? Deagle, keine Ahnung, Deagle Zero, das ist unser Startplanet. Zero mit einer Null. Deagle Zero. Ja, komm, machen wir doch. Hochladen und 2000 Units erhalten. Wir haben. Okay, Biom. Raue Winde, Wächter durchschnittlich, Flora massenhaft, Fauna verstreut. Okay. Hochgeladen. Ah, und 2000 Units erhalten. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, was ich mit den Units hier machen kann. Aber immerhin, wir haben die Units erhalten. Und versuchen jetzt hier nochmal zu diesem Heridium-Vorkommen zu kommen. Heridium-Vorkommen. Ja, ja. Zu wenig Ausdauer. Ah, warte mal. Da konnte man doch was machen. Exo-Anzug. Gecknip. Wie konnte ich das denn ins... Ah, genau. An Schildsplitter, ans Schiff übertragen. Kohlenstoff und Eisen. Genau. Machen wir jetzt hier mal... So, Technologie installiert. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ausdauer und kann schneller, länger sprinten. Auf Planet Deagle Zero. Sehr, sehr cool. Was hast du eigentlich hier? Oh, das ist ja Heridium. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn da bitte reingefallen? Ja, ja. Keine Sorge. Okay. Kann das Ding denn schweben, wenn ich es komplett kaputt mache? Tatsächlich. So, schauen wir nochmal, ob wir denn jetzt für das Raumschiff alles ready haben. Heridium, oh, 96 von 200. Ich muss also noch mehr abbauen. Okay, ja, ja, Wächter, bleib mal da, wo du bist. Ich mache hier gar nichts. Nichts zu sehen. Der Wächter ist da hinten. Er kommt nicht hierher. Nein, 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 böse. Du siehst gar nichts. Hau ab. Ich habe keinen Bock, von dem dann angegriffen zu werden. Ja, ja, ich lade dich ja dann noch später noch auf. Schauen wir doch mal. Habe ich jetzt genug Heridium? Genau, habe ich jetzt. Und jetzt kann ich reparieren. Das ist super. Ich kann reparieren. Und ganz ehrlich, Leute, wir sind jetzt hier bei einer halben Stunde Video angekommen. Wie viel Heridium habe ich denn jetzt eigentlich? Energie. Ich muss den aufladen. Ich muss Tamium 9...
Plutonium um. Okay, ich muss die Startdüsen also auf jeden Fall noch aufladen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wo finde ich denn hier jetzt hier? Da unten. Leute, wisst ihr was? Mache ich im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wie gesagt, schreibt mir bitte Themen unten rein. Ich werde jetzt natürlich die ersten Folgen nicht so viel quatschen oder nicht über bestimmte Themen reden können, weil ich bin ja, wie gesagt, nochmal dann eine Woche im Urlaub. Ich komme dann erst relativ spät zurück. Ein paar Infos gibt es dann natürlich auch im Channel-Update, das jetzt irgendwie davor oder nach diesem Part hier dann gekommen ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr es selber spielt, falls ihr Tipps habt oder so, nicht verraten. Nee, ich will es gerne selber entdecken an der Stelle. Das ist ein wirklich cooles Spiel, muss ich sagen. Da kann ich Stunden investieren. Das sehe ich schon. Wirklich Stunden über Stunden. Ich finde es cool, dass ich die Planeten hier selber benennen kann. Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Part. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.